Es ist trocken. Können wir die Distillerie benutzen? Nein, die ist leer. Können wir vielleicht... Ach, die Gläser haben wir auch verloren. Meine Enkelin soll man einen Echtmann heiraten. Huch. Egal, ich lasse den Papageien erstmal weg, sonst werde ich gleich wieder heiser. Wir haben noch eine halbe Flasche Beinagrock. Können wir die vielleicht mit der Destillerie? Nein. Ich trinke nicht gleich alles. Die können wir also nicht in die Destillerie geben, sondern wir müssen hier weiter raten. Wie ging es denn hier weiter? Ich versuche jetzt mal mit der Flasche, mit der durchgebrochenen, versuche ich mal das Dingens, die Truhe zu öffnen. Vielleicht haben wir ja ein bisschen Glück. Mehr Glück als Verstand. Dumte, 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 dum. Benutze zerbrochene Flasche mit Seil. Das klappt so nicht, verdammte Axt. Ach, warte mal, mit dem Teich können wir da vielleicht angeln. Das wäre nicht gerade sportlich fair. Ja, am Teich zu angeln ist wirklich nicht sportlich fair. Ich laufe hier einfach mal ein bisschen rum. Da ist ein Steinhaufen. Das wird schwierig. Okay, also noch mehr. Schade, man kann auch nicht Bildschirme skippen. Ich dachte gerade, ich kann mich immer einfach von Bildschirm zu Bildschirm beamen, aber das geht leider auch nicht. Wie kriege ich die Kiste auf? 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 Huch! Und auf einmal sieht es hier völlig anders aus. Eben war hier noch ein Steinhaufen. Ich glaube, der Guybrush verirrt sich einfach komplett. Und wir haben hier, ist übrigens ein Delfin, wir haben gar keine Chance, hier irgendwo rauszukommen. Verdammt, du verruchte, schlaue Karte. Und jetzt kommen wir hier beim Dinosaurier raus, aber das heißt noch lange nichts. Oh, ein Telefon. Ich kann nichts Besonderes am Telefon erkennen, wie an nichts anderem. Ja, dann benutzen wir einfach mal das Telefon, mal gucken, was da passiert. 1-900-740 Jedi. Ja, ring, ring. Versuchen Sie nicht, diese Nummer von Deutschland aus anzurufen. Aha. Ring. Lucasfilm Games, Chester Apparat, ja. Ich habe mich auf Dinky Island Monkey Island 2 verlaufen. Wann kommt Indiana Jones in The Fate of Atlantis? Wer denkt sich mal diese dummen Witze aus? Danke für Ihre Hilfe, auf Wiedersehen. Also wir rufen hier gerade bei der LucasArts Hotline an. Die können uns vielleicht helfen, uns hier durch den Dschungel zu schlagen. Ich habe mich auf Dinky Island in Monkey 2 verlaufen. Ja, aus dem Raum, in dem Sie gerade sind, gibt es nur zwei Ausgänge. Jetzt sollten Sie es aber wirklich rauskriegen. Ja. Aha. Wann kommt denn eigentlich Indiana Jones in The Fate of Atlantis als Let's Play, sag mal? Ja, nur nicht hetzen. Wir sind ja froh, dass Monkey 2 jetzt fertig ist. Ja, Hal, seine Crew und Boris machen ja schon Überstunden. Die Guten, ja. Und wer denkt sich hier die dummen Witze immer aus? Also sowas hier zum Beispiel? Ja, also für die Witze in der deutschen Version, da können wir gar nichts für. Ja, die hat sich der Übersetzer fast alle neu ausdenken müssen, der sich jetzt auch gerne selbst verewigt. Angeblich hat er oft über die nicht übersetzbaren englischen Witze geflucht. Ja, ja, ja. Und wo kommen eigentlich die kleinen Babys her? Das wollte ich schon immer mal wissen. Sie sind wohl ein kleiner Perverser, mein Freund. Wir beantworten nur Fragen zu unseren Spielen hier. Und warum sind Adventure-Spiele eigentlich so teuer, sag mal? Ja, nach Abzug von Händlerrabatten, Mehrwertsteuer und Produktionskosten, da bleibt nicht mehr so viel übrig, weißt du? Und was ist denn nun das Geheimnis von Monkey Island, das sageumwobene? Ja, also die Frage habe ich auch schon oft genug gehört. Da gibt's nur eine Antwort, das ist nämlich eine Überraschung. Warten Sie bis zum Ende dieses Spiels einfach. Ja, und wie viel Geld hat mich der Anruf jetzt gekostet? Ja, 75 Cent die Minute, das ist sehr günstig. Ihr Computer soll Ihnen das genauer ausrechnen mit dem Kalkulator von Windows. Ja, dann danke für die Hilfe. Auf Wiedersehen. Ja, keine Ursache. Tschüssi. Ja, das war auf jeden Fall spannend und jetzt... Ja, da bleibt uns nicht viel übrig, als zu noch mehr Dschungel zu gehen und dann mal zu gucken... Tja, ich... Bin momentan ein bisschen ratlos. Wir haben ein Brecheisen, eine zerbrochene Flasche. Hier haben wir noch einen Ozean. Ich kann nichts Besonderes... Ja, natürlich kannst du nichts Besonderes daran erkennen. Als würdest du an irgendwas was Besonderes erkennen können, Guybrush. Hey, das war gemein. Ja, aber es war ehrlich. Na gut, das stimmt. Ist hier noch irgendwas? Können wir das Martini-Glas vielleicht mitnehmen? Ah. Können wir das Martini-Glas vielleicht mit dem Ozean benutzen? Ah,
Glas Wasser. Können wir das Glas Wasser vielleicht mit der Destillerie benutzen? Ah. Blub, blub, blub. So sollte ich wohl fast alles Salz rausgekriegt haben. Wie Salz? Ach, jetzt haben wir destilliertes Wasser. Ach, Mensch. Papagei. Polly ist süß. Okay, gehen wir nochmal drüber. Destilliertes Wasser. Können wir hier eigentlich noch weiter? Nee. Und der Hermann, weiß der noch was? Hey, wie läuft's, Hermann, alte Potsau? Oh, hallo. Ja, Ich suche hier einen Schatz, weißt du? Hast du hier vielleicht irgendwas gesehen? Ja, es gibt viele Schätze hier, gefundene und versteckte. Ja, die Schönheit des Meeres zum Beispiel. Ich dachte mehr in die Richtung finanzieller Art. Ach so, ja, Geld ist aber selten ein Schatz, mein Freund. Gut, die Antwort auf das philosophische Puzzle haben wir noch nicht. Ich habe Besseres zu tun, als mit dir zu reden. Das menschliche Konzept von besser ist ein instabiles geistiges Gebilde, mein Freund, ja. Gut, dann lassen wir das instabile geistige Gebilde einfach mal da hocken am Strand und gucken mal jetzt im Dschungel. Jetzt haben wir destilliertes Wasser. Was machen wir denn damit? Hier hing noch der Beutel. Vielleicht können wir den jetzt mit der Flasche aufratschen. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher, bin ich mir da nicht. Benutze Flasche mit Beutel. Nicht zu Hause nachmachen. Oh. Und eine Schachtel. Eine ominöse kleine Schachtel. Mit Frühstücksflocken oder Crackern. Das ist Instant-Cracker-Mischung für leicht gesalzene Kekse. Einfach Wasser hinzufügen. Oh, so ein Zufall. Benutzen wir mal das destillierte Wasser mit der Schachtel. Cracker-Mischung. Und schon nochmal zwei Cracker. Und wer will hier einen Cracker? Die alte Cracker-Hure natürlich. Entschuldigung, die alte Crack-Hure. Nein, also der alte Papagei. Entschuldigung, ich habe vergessen, dass wir hier ein pädagogisch wertvolles Let's Play vor uns haben. So, dann gehen wir mal zu Polly und mal gucken, was der so zu vermelden hat. Oder sie oder es oder was auch immer. Oh Gott, dann wird das mit der Stimme ja wieder super. Nein, gib den Cracker an Papagei. Gehe nach Osten vom Teich zum Dinosaurier. Gehe nach Osten vom Teich zum... Moment, das schreibe ich mir mal auf. Mist, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ich benutze nochmal das Ding. Mal gucken, ob wir da noch zwei Cracker rauskriegen für den Notfall. Weil ich habe jetzt schon wieder vergessen, vor dem lauter Gequatsche vergesse ich immer, was hier gesagt wird. Oder irgendwelche Hinweise muss ich mir dann aufschreiben hier auf dem Notizzettel. So, und wieder alles Salz raus. Ja, Guybrush, dankeschön. Und mach doch nochmal Cracker. Es gibt keine Cracker-Mischung mehr. Verdammt. Das ist aber doof jetzt. Sie ist leer. Osten und Teich, Osten, Teich, ich schreibe mir das mal auf, Dino. So, dann, das habe ich mir gerade mal aufgeschrieben. Nein, und jetzt gebe ich nochmal den anderen Cracker und dann mal schauen. Gehe nach Norden vom Dinosaurier zum Steinhaufen. Gehe nach Norden. Nach Norden vom Dino zum Steinhaufen. Da waren wir doch schon. Gehe nach Osten vom Teich zum Dino. Das hatten wir auch schon gehabt. Das sind jetzt aber nicht so die wertvollen Hinweise. Gut, wir gehen jetzt mal. Aber wir müssen ja auch noch die Kiste öffnen am Teich. Glaube ich zumindest. Ich bin mir ja nicht ganz so sicher. Gehe zu Seil. Also wir können mit der Flasche natürlich den Beutel aufschneiden, aber scheinbar nicht die Seile hier. Guck mal, das Brecheisen mit dem Seil benutzen. Das Seil könnte ich mit bloßen Händen abkriegen. Oh. Also nehmen wir mal Seil. So. Das war ja, ja, okay, gut. Meisterleistung. So, öffnen wir mal die Kiste. Die ist zugenagelt. Und jetzt kommt das Brecheisen zum Einsatz. Na, ich bin mal sehr gespannt. Huch, Dynamit. Und Dynamit nehmen wir auch gleich mal mit. Und damit haben wir Dynamit dabei. Und die Kiste ist... Ja, sie ist leer. Halt. Halte ein, Guybrush. Osten, Teich, Dino. Also, Westen, Osten. Hier ist Osten. Da müsste der Dino sein, nehme ich mal an. Und gehe nach Norden vom Dino zum Steinhaufen. Das heißt, ich gehe jetzt hier entlang.
Okay. Okay, das hat sich ja gerade wieder erledigt. Gut, da ist wieder die Callbox und da ist wieder der Dschungel. Also gehe ich nochmal rein und dann gehe ich nochmal hier entlang zum Teich. Und wenn ich mich recht entsinne, war doch der Dino eh nach unten rechts. Ist zwar auch Osten, aber ist ja mehr so Südosten, so von uns aus gesehen. Na, mal schauen, wo wir da ankommen. Ja, es ist auf jeden Fall sehr Dino-mäßig hier. Dinosaurier-mäßiger könnte es gar nicht mehr aussehen. Verdammt. Gut, dann gehen wir nochmal dahin. Und hier ist der Delfin schon wieder. Sollten wir dann beim Dino vielleicht abspeichern? Ich gehe nochmal rein und dann nochmal dahin. Ist natürlich die Frage, sollen wir da abspeichern und dann immer laden, damit wir nicht dauernd die Dschungelszenen sehen müssen? Ich speichere hier jetzt nochmal ab. Save und dann Labyrinth des Todes. Zack. Und dann nochmal da nach oben. Sehr suspekt. Und hier, auch hier ist wieder nix. Ostenteich-Dino. Vom Teich... Also zum Teich wissen wir, wie wir da hinkommen. Und wenn wir da nach Osten gehen, kommen wir zum Dino. Das kann natürlich auch sein. Wenn wir jetzt nicht nach Norden gehen, sondern einfach durchgehen nach Osten. Ja gut, hier ist die Callbox. Zack, wieder rein. Na... Ach, weißt du, da kann ich auch laden, aber es ist jetzt auch egal. Jetzt latsche ich da einfach hin. Ist ja wie bei Lost hier. Mit dem Teich können wir auch nichts machen. Ich gehe mal hier nach Osten jetzt einfach durch. Mal gucken, ob wir hier jetzt vielleicht... Ja, wir sind beim Dino. Und vom Dino aus gehe nach Norden, vom Dino zum Steinhaufen. Das heißt, ich speichere hier trotzdem nochmal... Huch, ich speichere hier trotzdem nochmal ab. Safe, Labyrinth des Todes und ab nach Norden. Da haben wir noch gar nichts und weiter nach Norden. Mal gucken, ob wir da jetzt ankommen. Müsste eigentlich der Steinhaufen kommen. Ja, der Steinhaufen. Jetzt ist nur die Frage... Huch! Oh, hey Papa. Gehe nach Osten vom Teich zum Dinosaurier. Gut, das haben wir ja. Reden wir mal mit dem Papagei. Holly ist süß, hallo. Geh nach Norden vom Dinosaurier zum Steinhaufen. Gut, das kennen wir schon. Und nochmal. Polly ist süß. Was? Geh nach Norden vom Dinosaurier zum Steinhaufen. Kennen wir auch schon, verdammt. Mit dem Steinhaufen können wir mal nichts anfangen. Können wir vielleicht Polly in die Luft sprengen? Asche zu Leben. Oder können wir den mit Grog abfüllen? Ich weiß es nicht. Oder vielleicht hier mit Holzpolitur einsalben. Wir haben doch noch hier, was, Käsereste. Können wir die vielleicht nicht so... Der scheint daran auch kein Interesse zu haben. Tja. Gehe nach Osten vom Teich und... Polly ist süß. Oder gehe nach Norden vom Dinosaurier zum Steinhaufen. Das haben wir ja gemacht. Dann speichere ich hier nochmal ab. Safe. Labyrinth des Todes und, das Wasser damit benutzen geht ja auch nicht. Keine Cracker-Mischung. Können wir vielleicht das Wasser anbieten? Können wir ihm das Wasser geben? Martini-Glas? Nee. Ja, dann gehe ich mal weiter nach Norden. Mal gucken, was passiert. Aber ich glaube, das wird so nicht funktionieren. Gut, laden wir mal und dann Labyrinth des Todes und dann sind wir wieder da. Oh, Sekunde, ganz kurz. So, da bin ich wieder, muss nur mal ganz kurz husten, weil das mit den Stimmen ja immer noch so anstrengend ist und ich bin ein bisschen außer Übung. Gehe nach Osten vom Deich zum Dinosaurier. Wie können wir dann Polly noch ein bisschen mehr motivieren, uns mehr mitzuteilen? Das klappt so nicht, aber ist eine tolle Idee. Eine Liebesbombe, ne? Schlüssel, Krak, So, hier geht's, doch da geht's zum Dschungel, da geht's zum Dschungel, da geht's zum Dschungel, da geht's zum Dschungel. Verdammt. Können wir den vielleicht schubsen oder drücken oder so oder nehmen? Können wir den nicht nehmen? Nein. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich ohne Komplettlösung spiele? Merkt man das vielleicht? Ach, scheiße, und hier kommen wir wieder sonst wo raus. Ja, das wird doch hinten und vorne nix.
Das wird doch hinten und vorne nix. Ja, das war so klar. Also nochmal laden. Labyrinth des Todes. Und da sind wir wieder.